Hallo und willkommen zu der 50. Ausgabe von InfoNeuland TV. In der vergangenen Woche fand zum ersten Mal im Chaco eine Erdbeerausstellung statt. Die Expo de Frutillas wurde vom Supermarkt Neuland organisiert und durchgeführt. Marmeladen haben wir verkauft, Empanadas, Rouladen, Torten, Tartas. Also die ganz verschiedenen Produkte gemacht von Erdbeeren, die man halt auf der Expo de Frutilla in Aregua auch bekommt. Wir haben sehr viel verkauft, in Wirklichkeit viel mehr, als wir gerechnet hatten. Wir waren sehr positiv beeindruckt von der Anzahl von Menschen, von Besuchern, die wir hatten. Die Kunden, mit denen ich gesprochen habe, kamen entweder aus Neuland oder aus Menno, Südmenno, Mariscal, Fernheim und Villa Boqueron hier. Am Freitag, den 19. September, fand in der Mehrzweckhalle der Sekundarschule ein Schulprogramm der 4., 5. und 6. Klasse statt. Die Schüler trugen kurze Sketche und Lieder vor. Zum einen waren es Fabeln, die die Schüler im Unterricht durchgenommen hatten. Zum anderen waren aber auch bekannte Stücke dabei, wie die Geschichte von Till Eulenspiegel oder die Geschichte, warum das Meer salzig ist. Und zum Abschluss der Sendung gibt es noch eine kurze Montage mit Ausschnitten aus den 50 Sendungen von InfoNeuland TV. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.